Come on, wir brauchen nur noch eine der Karten und dann können wir mal gucken, was das ganze Ding sich ergibt da, das ganze Rätsel. Haben wir mal irgendwelche Infos dazu? Edinburgh Castle nach Captain Kidds Schatzkarte durchsuchen. Diese maritime Mission starten. Da, wenn nicht mehr da steht, dann gucken wir uns das mal an. Das Schloss des Verrückten. Diddle, 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 dumm. Ich drehe mich im Kreis herum. Jamaika. Okay, theoretisch kann hier niemand sein. Praktisch weiß man nie. Joseph Palmer setzte sich in Jamaika zur Ruhe, in der Nähe dieser Burg. Faulkner sagte, die Schriftrolle landete vermutlich in Lord Louis Hutchinsons Privatmuseum. Dieser Ort hat viel Böses gesehen. Und viele verdeckte Schätze. Wie mir scheint. Schwert an der Wand sind noch ganz gut erhalten, habe ich so einen Eindruck. Satz mit Nyx, das war wohl Nyx. Jetzt geht's, ja. Jetzt ist alles bei Buddha. Ernsthaft? Ich will da rein, verdammt. Wie komme ich denn da hin? Vorschläge? Ich sehe gerade blöderweise auch nur. Na, vielleicht auf dem Weg nach draußen. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Das Museum scheint gefunden. Komm, geh runter, das ist eine Truhe. War jetzt nicht der schöne flüssige Abgang, den man sich wünschen kann, aber was zum Geier, okay. Hutchinsons Privatmuseum. Jetzt Schriftrolle muss hier irgendwo sein. Ja, aber... Erstmal Zeug sammeln. Guck dir mal den Ort hier an, wie geil der aussieht. Dezent überwuchert überall dieses Wildnis des Todes. Ich meine, ja, es graust einem wahrscheinlich davor, wenn man mal bedenkt, wie viele Stämme der Typ hierfür abgeschlachtet hat. Und auch andere derartige Wesen hier, Tiere. Aber so an sich hat das einrichtungstechnisch schon was. Tanzt den Bär nicht auf der Nase rum. Das gibt nur Probleme, glaube mir. Ja, natürlich bin ich hier gerade nur auf der Suche nach der Truhe. Aha, wieder welche von den Dingern, ich sehe. Frage ist, komme ich darüber?
Frage ist außerdem, reicht das, darüber zu kommen? Ich versuch's mal. Okay, wir interagieren erstmal mit dem Ding hier. Blutspuren. Hat er etwas in der Vase versteckt? Jetzt haben wir also ein Zeitlimit für das Entdecken des Standortes. Na, schöne Scheiße auch. Weiß, aber Kiste. Aktivieren wir den Mechanismus. Vielleicht führt es uns ja irgendwo hin. Der Mechanismus der Maske ist kaputt. Natürlich ist er das. Keine Möglichkeit, darauf zu kommen. Na gut, vermutlich eher nicht. Jetzt fallen lasse, bin ich dann... Lass mal los. Ich bin dann noch immer nicht bei der verdammten Kiste. Ich verstehe nicht, wie hier jemand leben konnte. Kein Wunder, dass Hutchinson verrückt wurde. An einem Ort wie diesem. Ich vermute, damals sei noch nicht alles so verfallen.
Here we are again. Hallo. Geht's hier nicht mehr lang? Wollte auch sagen. Oh, du verdammtes Spiel, du disst mich permanent. Ja, ja, ich weiß, Hinweis und so, aber... Zwei Truhen. Verflucht noch eins. Warte mal, hier ging es runter. Wo bin ich denn gekommen? Von hier. Komme ich hier hoch? Natürlich nicht. Dann gehe ich draußen doch den Hinweisen nach. Dann sind mir die beiden Truhen mittlerweile hier ein bisschen egal. Blutiger Handabdruck. So, so. Jetzt haben wir hier die fehlende Muskete. Und noch mehr Blut. Das heißt, hier hat er ihn erwischt. Das deckt sich aber nicht mit dem Blutfleck, der hier ist. Wie war es Zeit fürs Lösen? Es muss hier noch Hinweise geben, die mir weiterhelfen können. Vielleicht können mir die anderen Uhren etwas verraten. Siehst du hier denn noch andere Uhren? Du bist gut, Kumpel. Du bist echt gut. Er muss die Antwort irgendwo notiert haben. Okay. Was ist denn das? 6:10. Tada! Mit eingebauter Alarmanlage. Da war jemand sehr, sehr lecker hier unten, einfach so einen Kopf schrumpfen zu lassen. Ernsthaft, wieso die ganze Mühe, ihn bis hier hinzuschleppen? Aber okay, Folterkammer wahrscheinlich für die ganzen Eingeborenen. Offenkundig für die ganzen Eingeborenen. Scheiße, ey. Hast du wahrscheinlich bei nicht einem gerechnet. Baum vom Feuer geküsst. Ah, Schloss des verrückten Doktors. Da hat die ganze Zeit über ein Wort mir gefehlt, sozusagen. Macht natürlich mehr Sinn, wenn das hier ein verrückter Doktor war, dass das alles wie ein Gruseltorium vorkommt. Tja, lesen müsste man können. Gut, dann haben wir jetzt alle vier Teile der Karte. Was heißt das für uns? Wohin führt uns das? Werden wir wahrscheinlich eh erst in der morgigen Folge sehen. Keine Ahnung, wie ich das hier alles schneiden muss.
Ich glaube, zwei der Dinger werden in eins kommen und dann den Rest mal sehen.